Das, was wir jetzt nicht machen mit dem Tagesmeeting, machen wir das heute noch oder machen wir das einfach morgen? Gibt es irgendwas Großes, was rausgeht nächste Woche eigentlich? Matthews unter Umständen? Matthews noch einmal. Wie viele Balletten sind das? 10 Stück. Achso, ich verstehe. Dann machen wir auf alle Fälle irgendwie. Dass wir das irgendwie gleich haben, wo es hinstellen ja. Oder wo es hinlegt. Ja. Leitwerk. Es ist immer das gleiche Licht, also eine Quelle. Und die Beeinflussungen entstehen nicht durch viele Quellen, sondern durch Materialien, durch Eigenschaften, die über Oberflächen kommen. Ob das ein stumpfes Ding ist oder eine glänzende Tischplatte, alles macht das Erscheinungsbild im Raum, gestaltet es mit. Und das imitiere ich. If I take the reflector now, like it would in front of a window, and light inside, it gives you this real natural impression. Why? Because the light's traveling from the light source to the reflector inside the room. So basically it feels like the light's way over here, lighting inside. Look at the fall off in the room. Have a light source out here, you wouldn't have the parallelity of shadows, and you would have really bright over here and really dark over here. You don't with this. And that's what the CineReflect lighting system is. Schatten ist weicher geworden ja. Und der Abfall ist organischer wie ja. Vorher, weil wir zu nah dran waren. Ja. Ja. Das ist eigentlich der Hauptgrund für viele, die verwechseln das. Die haben den Reflektor genauso vor dem Fenster, wie wenn es ein Scheinwerfer hat. Dann gewinnst du gerade 10 cm und das war's. Ja. Der große Gewinn ist ja die Distanz. Richtig. Dann brennst du da eben nicht aus, der rausgeht und kann bis nach hinten gehen. Und es ist viel organischer. Richtig. So we're letting light flow as naturally as we can to get the most result from it, because we're not breaking it with flags or with frames. We don't have to. The surface that is engineered takes care of this for you. We light inside. It looks a little bit more diffused, the shadows. I always do point out size does matter. The bigger your size is, the more diffused it gets, the more soft it's going to feel, because it has more wrap around. Now, people are going to say, well, I do this with a cherry picker. Put it far away, put an 18K on there to get that result. Big difference is with having a cine reflector that close, I've got the chance to actually pan it around in the room. I even can bounce it off the ceiling to get some fill light if I want to. This amount of intuitive control is unseen in the film industry until now.
Das war die Motivation, die Arbeitsmethode zu verändern. Und zwar im Geiste oder in dem Sinne, dass man den Raum und die Behinderungen, die üblicherweise Licht mit sich bringt, so stark es geht, zu reduzieren. Das war vor allem also Blendung, Hitze, aber auch Raum schaffen. Yeah, yeah, yeah. Without, once more? With the window. Without. That's good. Look, look for the. Now the whole street. This is a little nach hinten now. Weiche. Aber dann muss die andere wegdrehen, weil sonst haben wir zu viel. Dieses neue System hat auch den großen Vorteil, dass man da eben das Motiv nicht vollgeräumt ist, auch während der Proben schon mitbauen kann und umbauen kann, ohne große Probleme und ohne den Regisseur zu stören, weil man das praktisch vom Hintergrund aus ohne Lärm erledigen kann. Zucker? Da ist es so, dass man, wie waren wir denn drin jetzt so, gell? Wir haben doch mehr wie zwei Fenster. Drei Fenster. Das ist eher die Richtung. So. Mhm. Genau. Und gib ihm Freiheit, das ist, wonach es sich sehnt. Du sprichst mir doch aus der Seele, Elisabeth. Bei der Reflexion nicht paralleler Lichtstrahlen entsteht eine unkontrollierbare Streuung. Der Lichtverlust ist bei Mehrfachreflexionen extrem hoch und das Licht lässt sich nicht genau ausrichten. Je geringer die Streuung, umso geringer ist auch der Lichtverlust bei Reflexionen. Dadurch sind sogar Mehrfachreflexionen mit einer hohen Lichtausbeute und genauer Ausrichtung möglich. Der Lichtstrahl kann als Quelle betrachtet werden. Je nach Bedarf wird aus dieser Quelle Licht abgeschöpft und umgelenkt. Das ermöglichen die Reflektoren. Durch ihre jeweilige Oberflächenstruktur wird die Lichtcharakteristik in verschiedene Härtegrade umgewandelt. Probierst du mal so ein bisschen eine Zonierung zu geben? Also eigentlich ist am besten immer, man hat es im rechten Winkel zum Set, weil dann kann ich aus dem Lichtstrahl am bequemsten alles abzapfen. Der Lichtstrahl wird zwischen den Reflektoren aufgeteilt, um so unterschiedliche Lichtrichtungen und Charakteristiken zu erzeugen. Kommt die Aufhellung dazu, ganz langsam. Jetzt sind wir Maxi und jetzt fahrt drüber raus. Because the lock lever is going on the top of the surface. Mm. Yeah.
the release pin that basically stacks them. But we're still left with four pieces, right? I was just hoping that we, if we fix those screws, the whole construction somehow. This would be solved in the switch. Also Lichtverteilung so mitgestalten zu können, ist, glaube ich, bei dem System ziemlich was Einmaliges, weil üblicherweise kann ich das nur mit Energievernichtung machen. Viel einschalten und dann Schatten bauen, ja? Also Hindernisse aufstellen. Das fällt weg, das ist die große Erleichterung, glaube ich, bei dem System. Ja, das ist natürlich super, ja. Oder wie schön, aber fast. Ja, genau, jetzt hast du ihn perfekt noch. Alles, was wir sehen an Effekten, kommt nur aus dem Laserstrahl, also aus dem Einserstrahl da herein. Ja. So. Das geht jetzt von 1 umgeleitet auf den 2er. Und der zeigt uns das Bild an der Wand. Also ohne, das ist eine Umleitung, also schon die dritte Umleitung, der dritte Weg mit dem Effekt. Experiment and play, and it's oddly a safer environment than any set I've been on before. So we let loose. So we let loose. La douceur et le respect de cette lumière pour les visages. Et après, c'était devenu un jeu pour moi. C'est-à-dire, je me demandais où ils avaient placé. Enfin, bon, bien, parfois, elles sont plus évidentes, mais... Et on se sent éclairé comme ça par des choses très, très mystérieuses, très, très magiques, un peu comme... Comme un peu éclairé de l'intérieur, comme si le visage avait sa propre lumière. C'est que ça vient, effectivement, de cette technique particulière, de ce mode qui fait que la... Les sources de lumière sont déjà elles-mêmes des réflexions, un jeu presque de cache-cache avant les scènes pour voir où était donc placée la lumière. J'avais commencé le film par une scène de table, de repas, et il avait placé la lumière qui était pour moi entre le porte-couteau et fourchette. Donc je voyais cette petite chose, je me disais, mais c'est une petite cuillère qu'il aurait oubliée sur la table. Et en fait, non, c'était déjà ça, la lumière. J'avais remarqué comment la lumière elle était faite, parce que ça m'intéresse, la préparation. Mais ce que j'ai vu, qui était étonnant pour moi, que la légèreté de cette lumière que nous avons eue, c'est la plus légère lumière que j'ai eue dans ma vie, hein, en faisant des films. Identif, moteur. C'est une finesse, c'est une maîtrise des choses qui était évidente pour moi dès les premiers jours de tournage. Il n'y a pas des grands bruts, il n'y a pas des gros trucs, il n'y a pas des lumières qui gênent, il n'y a rien. C'est très soft, c'est très doux, et très beau.
Genau. Kann man ja. Gut. Passt? Okay. Genau. Dann schauen wir, dass das mit dem Spalt ist. Das passt super rein, gell? Genau. Also dieses Sinne-Reflektleitsystem ist, glaube ich, weder Erfindung noch eine Entdeckung, sondern seitdem es Film gibt, hat man Aufhellungen, Reflexionen verwendet. Es geht eher um ein anderes Denken über das Licht und dann über das Licht, das ich erreichen möchte, hat sich erst die Frage nach dem Werkzeug gestellt oder wie kann ich es denn herstellen.